herzlich willkommen zu einer weiteren XXL-Farm-Folge mit dem Tigerfarm. Hallo! Muss ich nicht klein machen hier. Ich mach Sport. Ah, Kniebeugen. Steht doch im Skript. Stimmt, habe ich ganz vergessen. So, wir machen noch ein bisschen Hackschnitzel. Jo. Und dann gucken wir mal, was heute sonst noch so anfällt. Das viel, auf jeden Fall. Ja, zu tun ist auf jeden Fall immer was. Das ist wohl wahr. Kriegst du den hier mit drauf? Kannst du den draufheben? Ja, 10 Meter Stamm. Probier's doch einfach mal. Es geht nicht. So, geht doch. Ja, du hast es auch zerteilt. Ja, ist ja egal für Hackschnitzel. Das Problem ist immer, die dann alle auch hinzubekommen, ohne dass sie immer runterfallen. Weil die glitschen jetzt schon rum. Naja. Du. Schneidest du bitte? Ja. Warum noch kurz Pause? So. Kommst du ran hier mit den Stämmen? Ajö, natürlich. Säck mal ein bisschen weiter weg ab. Es funktioniert. Ja, vielleicht. Ich glaube, der eine glitscht gleich wieder raus. Achtung, pass auf dein Kreuz auf. Dann schaue ich dir die Stimme darin. Oh. Ja, anstatt dass du mal wartest. Warum denn? Ich muss sowieso nochmal nachgreifen. Aber jetzt arbeite erstmal den Häcksler ab. Wobei, ich glaube, der LKW ist auch gleich sowieso voll. Nein, noch nicht. Jo, die Hackschnitzel kommen natürlich in die Papier- und Kartonfabrik. Wir haben nochmal nachgeschaut, wir brauchen hier keine Leerpaletten. Wir können ja auch gar keine Leerpaletten herstellen. Ich habe außerdem nochmal mit dem Motor gesprochen, mit Olli. Okay. Weil ich eine Frage hatte bezüglich der Freifläche, die noch auf der Karte verbaut ist. Oder nicht verbaut, je nachdem. Er hat gemeint, das wäre einfach eine Freifläche für eventuell einen weiteren Hof. Ist voll. Der Hinteranhänger noch nicht ganz. Jetzt ist voll. Aber da könnte man theoretisch überlegen, ob wir da noch irgendeine Produktion vielleicht mit drauf nehmen. Wenn es da noch irgendwas gibt, was uns interessiert. Nö, eigentlich nicht. Bier ist da, also passt. Der Tiger immer nur am Bier süffeln. Nein, kann nicht sein. Ja, im RP musste da ja ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Ja. Na, warum kann ich denn den jetzt nicht rein? Ja, mir ist es relativ. Ich denke, wir haben hier schon einige Produktionen. Die müssen auch erstmal soweit fertig machen. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir da noch was zusätzlich drauf nehmen. Ja, hier sieht man das. Hackschnitze füllen sich auf und dann kommt da Papier raus und das verkaufen wir dann. Aber wollen wir nur Papier oder nur Karton machen? Mach beides. Ja, dann ist es okay. Na. So. So. Ich hoffe, dass der Roggen bald fertig wird. Das nervt mich nämlich ein bisschen. Der nimmt unser ganzes Feld ein und nichts passiert.
Unser neuer Mitarbeiter hat schon wieder gekündigt. Ah, weg! Nee, ganz so ist nicht. Es leckt an dir. Das liegt aber nicht an mir, glaube ich. Es leckt auch nicht an dir. Das finde ich gut, dass es nicht an mir leckt. Hey, warum kann ich? Oh Gott, ey, steht da. Und der blitzt mit dem LKW hier angefahren. Stellt sie mir genau in den Weg. Klar, was denn sonst? Gerade in der Drehung, voll gegen LKW. Dong. Ist, warte mal, ich guck mal, ob ich dir den rüberwerfen kann. Nee. Ja, quer auf jeden Fall. Ja, ich reichen dir durch. Hat sogar funktioniert. Warum kriege ich den hier jetzt schon wieder nicht mit der Säge zu fassen? Also, ich bin mir nicht sicher, ob die beim 1.5 Update mit der Säge irgendwas vergeigt haben. Geht doch. Weiß ja nicht, was du hast, aber es geht. Ja, ich schaff's auch, den Stamm hier schön drunter zu legen. Ja. Und der ist zu fett, oder was? Sieht ganz so aus. Geht doch. Ja, wenn ich ihn abgesägt hab, klar geht's dann. Held im Reisfeld, ey. Hey, im Maisfeld. Ja, lass mich den nehmen! Ja. Ich kennst du Trick von Scania? Tja, über die Stämme fahren, als ob das hilft. Trick hat ist schief gelaufen. Häng mal den Koppel mal ab, den Anhänger. Ja, ich häng Koppel mal ab. Ich häng Koppel mal ab. Schieb mal nochmal von der anderen Seite. Jo. Passt. Vielleicht. Hallo? Mehr. Ach. Gut, ups. Es wird schon wieder dunkel hier. Vorhin war es noch hell. Ja, ist meistens so, dass nach dunkel hell kommt. Nach hell dunkel. Ja, aber ich meine, das war noch richtig hell. Ja. Das ist wieder LS. Hauptsache, so ein Stamm kannst du tragen. Ja, natürlich. Den habe ich doch vorhin schon abgesägt. Du hältst. Da hinten ist auch noch einer. Also da liegen noch zwei rum, die machen wir auf jeden Fall. Oh, hier liegen noch drei. Verdammt. Dam, dam, dam. Ich sehe die... Also was ich auch letzte in der oder diese Woche in der RP-Aufnahme hatte, ist Stämme oder Fichten, die ich abgesägt habe, die dann instant keine Äste mehr hatten. Ich weiß nicht, ob das ein LS-Update war oder was da los ist. Hast du da eine Ahnung? Bin ich von Giants? Nee, ob du das auch schon bemerkt hast. Also ich habe beim... Da verwechselst du das ganz grundlegend, denn ich halte mich fern von Forst. Stimmt, da war was. Da verwechselst du grundlegend was. Ja, aber das war ganz komisch. Also, ich hatte bei mir am Hof, hatte ich welche abgesägt, die, Ja, toll! Bei mir am Hof hatte ich welche abgesägt, die hatten instant keine Äste mehr. Dann habe ich welche bei der Polizei abgeholzt, weil mir irgendjemand so einen Auftrag zugeschanzt hat. Ne, war Herr Tigerfarm? Das kann man jetzt nicht so sagen. Naja, ich wusste nicht, dass du kein Förster mehr bist.
Ja, das ist ja auch erst seit ein paar 30 Folgen oder so. So. Ich hab's nicht mitbekommen. Was? Nach meinem Burnout habe ich aufgehört, Förster zu sein. Auf jeden Fall bei der Polizei, als ich dann Bäume abgefällt habe, dann sind die Äste dran geblieben. Also das war sehr merkwürdig. Aber immerhin sei froh, du hast einen Job bekommen. Tja, ja, hat mir gleich mal 6.000 eingebracht. Oh, so gut bezahlt? Ja, hab die Polizei ein bisschen abgezockt, glaube ich. Ach, verdammt. Ich glaube, wir dürfen nicht sprinten, sonst fällt er. Doch, aber du darfst nicht kollidieren. Mit was denn? Mit dem Grasbüschel? Ne, mit dir. Wir sind aneinander kollidiert. Da hinten lag noch einer. Ja, dann lauf, Warune, lauf. Hey, lauf, Forest, lauf, heißt es bei dem. Gam, lauf, Gam. Scheiße, der war zu... schlecht, der war zu lang. Der war zu... Du. Ja, ich kann... Na. Manchmal kann man den, wenn man den fünfmal nicht anheben. Und manchmal kann man den einfach anheben, wenn er 20.000 Meter lang ist. Logik! Vielleicht ist auch noch ein Ast dran, der irgendwie klemmt. Kannst du einfach mal die Logik anrufen, bitte? Für mich? Ich glaube, Giants hat dafür keine Hotline geschalten. Ah, Mist. Ui, der ist aber ganz schön geflogen. Der habe ich gut geworfen. Du. Guck mal, dann tragen wir halt in so ein Ministückchen ein. Das ist halt... Ja, jeder so groß, wie er ist, gell? Ich glaube, der Anhänger oder der Dinger hier wird nicht mehr voll. Na, 20.000 Liter sind drin. Ups, Wasser. Traktor im Weg. Hey, du musst auch was arbeiten. Okay. Er arbeitet doch nichts. Nur so zur Info. Du läufst noch, bist aber nicht mehr auf dem Server. Ich hab das selber reingeschrieben. Du Cheater, du. Du hast es selber geglaubt. Ja, ich habe nur das Ende gelesen. Vor allem war es, weil der dann so ruhig war. Und dann dachte ich, hä? Gemutet warst du nicht? Hier, das ist die Strafe. Ja, das ist klar, der ist nicht runtergefallen. Haha. Hahaha, jetzt ist er runtergefallen. So, hau rein das Ding. Haben wir den Dinger hier gekauft? Den. Nee, den haben wir verkauft. Nee, warte, ich kann ja einfach. Doch, den ist unserer. Der Hacker. Fährst du den an den Hof? Ich fahre den LKW ab. Okay, dann fahre ich ihn an den Hof. Tanken. So. Gut, dann kriegen wir ein paar Paletten, die können wir dann relativ flott verkaufen. Der lenkt nicht. Was ist das denn für ein Schmarrn? Ja, hängt den Traktor dran. Oh, ich dachte, ich soll den fahren, dann fahre ich halt den Traktor. Ja, den Traktor. Ach, du komm, stell dich nicht an wie so ein Fisch mit Beinen. So, Achtung, Trick 17, wie man diesen IT-Autoload, den Anhänger hier ablädt. Einmal querfahren und dann könnt ihr einfach abladen. Aber, liebe Leute, wir sind jetzt schon am Ende und damit würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Auch bei dem lieben Baruna und bis morgen, würde ich sagen. Jo, haut rein, macht's gut. Tschüss.